Hallöchen, meine Lieben. Tag 15 des Adventskalenders und heute beginne ich mit dem Adventskalender der drei Fragezeichen und natürlich zeige ich euch wie immer erst das Rätsel. So sieht es heute aus und natürlich lese ich auch wieder vor. Schnell hatten die drei Fragezeichen das passende Werkzeug gefunden und der Gullideckel ließ sich anheben. Justus hatte eine Taschenlampe dabei und blickte in den Schacht. Hier befindet sich eindeutig die Quelle der Musik. Los, mir hinterher! Etwas zögernd folgten ihm seine beiden Freunde und stiegen die rostigen Eisenstufen hinab. Auf halber Höhe entdeckten die drei eine Abweichung. Die Musik kommt aus dieser Richtung, erklärte Justus und leuchtete mit der Taschenlampe in den Gang. Der läuft anscheinend unter dem Schrottplatz entlang. Peter, geh du am besten vor, du bist der Dünnste. Doch der Weg endete schnell und Peter schob einige Steine weg. So wie es aussieht, führt der Gang direkt zu einem alten Schrottauto. Aber hier ist schon wieder so eine dreieckige Platte aus Metall. Und darauf sind lauter Symbole abgebildet. Bob betrachtete die Zeichen. Sieht aus wie eine Rechenaufgabe. Vielleicht wollen die Aliens unsere Intelligenz testen. Und ich zeige euch einmal das Bild. So sieht das Bild aus. Und ich halte es mal ein bisschen länger rein, dann könnt ihr vielleicht schon raten. Also die Aufgabe ist ziemlich eindeutig. Wir sollen natürlich die Rechenaufgabe lösen. Und diese Symbole hier stehen immer jeweils für eine Zahl. Und anhand des Ergebnisses der ersten drei Aufgaben sollen wir herausfinden, welche Symbole welche Zahl hat. Und wenn wir das geschafft haben, sollen wir die letzte Aufgabe lösen. Ja, und die Aufgabe ist auch gar nicht schwer. Wir haben hier 3 plus 3 plus 3 sind 9. Hier haben wir die 3 bereits vorgegeben, also ist dieses Symbol die 1. Hier haben wir die 3 sowie die 1 vorgegeben und um auf 6 zu kommen, brauchen wir noch eine 2. Also ist dieses Symbol eine 2. Das heißt, wir haben 2, 5, 6, 9, minus 2 sind 7. Für die Lösung 7 haben wir dieses Bild hier, hier oben auf dem Kalender. Und ich öffne natürlich. Und heute haben wir diesen Ansteckbutton im Kalender gehabt. Und dann komme ich zum Adventskalender von meiner lieben Miss Fruchteis. Und heute darf ich mich über einen Bounty freuen. Und natürlich auch wieder eine Happy Pill mit dem Hinweis. Und heute lautet dieser Herz aus Rosen. Und ich hole wieder das Päckchen. Und hier habe ich es auch schon, das Päckchen mit den Rosenherzchen. Und ich fühle mal so ein bisschen. Und das fühlt sich an wie Münzen oder so. Ich weiß nicht, was das sein sollte. Ich habe keine Ahnung, hier unten, das könnte ein Badesalz sein. Das ist auf jeden Fall schön weich, aber oben drauf fühlt es sich an, als wenn hier Münzen oder sowas drin wären. Ich schaue einfach mal hinein. So, und als erstes habe ich hier ein Badesalz bzw. Badekristalle mit Rosenduft. Sehr lecker und es riecht auch schon total aus der Packung heraus. Und dann waren noch drin diese Anhänger hier aus Holz. Upsi, gehen sie mir schon flöten. So. Ja, und das sind 5 Stück. Die haben oben alle so einen Anhänger. Und die passen jetzt natürlich auch richtig schön zu Weihnachten. Mal schauen, vielleicht mache ich mir daraus irgendwas als Deko für meinen Weihnachtsbaum. Ja, und so rum. So, die sind auch sehr schön.
Vielen Dank, meine Liebe. Sowas habe ich auch noch gar nicht. Also ich habe schon Holzteile, aber nicht in dieser Art. Vielen Dank. Und natürlich brauchen wir auch noch den IKEA Adventskalender. Und Türchen Nummer 15 haben wir hier unten. Und auch heute ist wieder ein Bild zum Einscannen drin. War mal wieder ein Video drin, ein neues. Und wir schauen noch nach der Schoki. Ui, und heute haben wir hier so eine Himbeere. Die schmeckt bestimmt auch total fruchtig. So ungehört die wohl. Ja, die werde ich nachher verputzen. Das war der IKEA Adventskalender und ich finde es richtig gut, dass heute endlich mal wieder ein neues Video drin war. Ja, und wir kommen schon wieder zu dem Teil, wo ich euch zeige, was ihr dieses Mal gewinnen könnt. Und heute habe ich mal etwas ganz anderes für euch. Und zwar habe ich meine Doreen Beat Sachen mal ein bisschen verarbeitet. Und dabei ist diese Kette herausgekommen. Ich versuche euch die mal richtig zu zeigen. So. Und zwar haben wir hier oben an der Kette ein paar Bling-Bling-Steinchen und dann so ein Ornament als Verbinder. Und unten dran hängt so eine Tänzerin. Ja, und die Kette ist, ich kann gar nicht genau sagen, wie lang die ist. Also bei mir passt sie auf jeden Fall sehr schön. Dadurch, dass man den Verbinder hat, ist sie natürlich auch noch ein bisschen länger. Mit Verschluss natürlich. Ja, meine Lieben, ich hoffe, dass euch diese Kette genauso gut gefällt, wie sie mir gefällt. Und dass ihr alle fleißig kommentiert. Meine Lieben, dann kommen wir schon wieder zur Verlosung für dieses Teilchen hier. Und wer gewonnen hat, seht ihr gleich. Wie immer ist alles vorbereitet. Alle Lose von denen, die mitgemacht haben, sind wieder hier und kommen jetzt in den Lostopf. So, alle Lose sind drin und es geht wieder los. So. Und ich nehme die goldene Mitte und gewonnen hat Rabea. Herzlichen Glückwunsch. Das kommt mit auf deinen Gewinnhaufen. Ja, ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich sage, habt noch einen schönen Tag und bis morgen. Tschüss.